Willkommen zurück zu Final Fantasy 12. So, ich habe mich erkundigt, wo es die nächste Esper gibt. Und dafür müssen wir erstmal nach Buromisas. So, und mit irgendjemandem im Tempel sprechen, oder zumindest vor dem Tempel. So, du bist es nicht. Du bist es, glaube ich, auch nicht. Nö. So, bist du? Was wir kommen, was wird, kommen die Truppen von Truppen Arcadius erneut. Uns fehlt die Kraft zur Verteidigung, auf dass die heilige Stadt Gnade zuteil werde. Bist es du? Kind der Jugend, noch mehr Stärke strebst du also? Rechtzeitig, doch seid ihr bewusst, auch die Starken vermögen zu fallen. Ein machttrunkener Tyrann wurde einst von den Göttern zerschmettert. Seine Seele ward fortan an den Miriam-Stillschrein gebunden. Nimm diesen Stein und durchschreite die Finsternis bis an ihren schwärzesten Punkt. Den Sündenmagnet erhalten. Ja, ich glaube, das benötigen wir. Gut, dann auf zum Miriam Stillschrein. So, da können wir zum Glück hin teleportieren. Gut, da sind wir. Zack. Dann speichern wir das aber einmal, bevor wir da reingehen. Denn ich habe mich zwar erkundigt, wo es die Esper zu finden gibt und wie, allerdings nicht, wie ich sie besiegen kann. Und ich weiß, ich habe damals 2006 das Spiel schon gespielt und auch durchgespielt, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr alles und ich weiß eigentlich, vieles erlebe ich auch irgendwie erneut. Aber ich kann mich an viele Esper auch gar nicht mehr erinnern. Weder optisch noch, was sie gemacht haben. Was ich gut finde. So. Ich glaube, wir müssen dort hinten hin. Ist hier irgendwas noch nicht erforscht? Stimmt, da war ja dieses Podest unten in der Mitte. Da waren wir ja noch nie. Vielleicht kommen wir dann jetzt hin. Nachjahrläufe. Mana-Läufe. Die sind ein bisschen böse. Nein, sind sie nicht. Die waren jetzt schwer.
Gut, Inschrift lesen. Eine Botschaft für den Rare Force, bla bla bla. So, der Sündenmagnet reagiert. Ja, den Sündenmagnet benutzen. Oh, das ist tatsächlich ein komplett neuer Ort. Ja gut. Dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Die Magie ist gebannt. Oh Gott. Segler. Erstmal ein Bannsplitter. Was kommt denn da? Schattenlord. Stirb. Gott, ja, die Magie ist gebannt. Okay, wir machen erstmal auf den Seromus Lüftek-Kombo. I never miss. Ha!
I never miss. My regards! Here goes! There's a proper way to do everything. Here she comes! Gut, 15 Treffer, das ist hier schon mal nicht schlecht. Und jetzt noch den Abschlussangriff. Die Lumineszenz. Gut, Penelo braucht eine X-Potion. Das Ding muss hier mal in die Ecke kommen. Okay, wo haben wir es denn? Kronos Träne. Oh Gott, so viele Schattenlords. Eine X-Potion. Wie viel haben wir davon eigentlich noch? 12. X-Potion, hier eine High-Potion. Oh Gott. Der muss auch mal eine X-Potion nehmen. Ah, Gott. Das ist ja echt total doof. So, X-Potion. Noch eine X-Potion. Ja.
Das Ding ist schon wieder Brot, da sind alles Mögliche drauf. Wo haben wir es denn? Bandsplitter? Genau, und du nimmst meinen Vitra-Splitter. Da haben wir doch bestimmt noch irgendwo einen. Genau. Perfograbiger. Okay, nochmal ein Vitra-Splitter. Gut, aber wir sind zumindest die ganzen Skelette losgeworden. Gemacht, das finde ich jetzt aber nicht so toll. Super ist auf den Schattenlord. Oh nein. X-Potion, bald hier bitte eine Phönixfeder. Und ja, Move-Tag. Haut drauf, was geht. Nicht so viel, anscheinend. I never miss. My regards. Show you how it's done. Ja, knapp. Gut, 9 Treffer hinbekommen. Heads up. So, Sonnenwind und Mystica? Aha. Du brauchst erstmal eine X-Potion. Und du nimmst eine High-Potion. Wo haben wir es? Kronos Träne.
So, haut drauf. Herfugraviger, schon wieder. Oh, Gott sei Dank. Beschwörungslizenz Vollstrecker Cerumus erhalten. Boah, der war ja lästig. Keine Magie ist ziemlich doof, wenn man sich heilen muss. So, mal gucken, ob hier irgendwelche Schatztruhen versteckt sind in Ecken. Nee, leider gar nicht. So, den Raum haben wir auch vollständig erkundet. Dann können wir hier erstmal wieder rausgehen. So, einmal raus hier. Komme ich nie wieder raus. Wer bist du? So. Erstmal speichern wir das. So, und jetzt gucken wir doch mal, wem wir die Lizenz für Cerumus geben. So, Waren bringt es hier schon mal nichts. Magie. Ja, nicht so.
Dann Balthier. Blinde Wut. Mhm. Und hier beim Maschinisten Vulcano-Tee. Hm. Eher nicht so. So, Fran. Okay. Beim Waldläufer. Okay. So, die ersten drei schon mal nicht. Dann Barsch. Oh, hier hat er schon frei. Gigahelm und Karabinierüstung. Naja. Lady Ash reduziert die MP-Kosten um 10%. Ist ja nicht schlecht. Und beim Jäger gibt's nix. So, dann die Penelo. Maximalen TP steigen. Das ist gut. Sieht eh so wenig. Und hier nix. Das ist ja doof. Die bringen ja fast gar nichts. Und hier beim Wahn da was? Ja, steigert die Magie. Boah, ist das doof. Was kann die Ash nochmal? Hm. Ja gut, die MP-Kosten um 10% reduzieren. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, ich gebe es tatsächlich dem Wahn. Weil viermal die Magie steigen ist vielleicht nicht so schlecht, wenn er ab und zu auch mal im Notfall heilen muss. Genau, das mache ich jetzt einfach. So, Zerumus, herzlichen Glückwunsch. So. Gut, Wahn, dann zeig mir doch mal. Wie gut du jetzt heilen kannst. Naja. Das ist zwar jetzt nicht ganz so viel. Aber naja. Ach ja, stimmt, der ist Level 50 geworden. Dann kommt die Fran rein. Jo. So, Clanbericht, Monsterkatalog. Serumus. Kondemnationswesen. Aha. Skelette. Okay. Interessant. Naja gut, dann würde ich mal sagen, die Folge ist jetzt hier eh schon vorbei. Dann kann ich mal gucken, welche Esper uns denn noch so fehlt und wo wir die bekommen und ob wir die überhaupt bekommen können, momentan, wie es aussieht. Weil ich glaube, langsam sollten wir ein bisschen leveln. Denke ich mal, eventuell. Gut, naja, dann war es jetzt erstmal für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Ciao.
Yeah!